Hallo, liebe Freunde des Pedalierens. Ja, 10 nach 4, dunkel. Regen ist angesagt. Naja, sagen wir mal Gegenwind. Naja, Gegenwind, zumindest Seitenwind. Also, beste Radelwetter. Die Lust ist begrenzt. Ja. Also, ist die Zeit zum Losfahren. Jetzt kann ich mit der GoPro 11 auch mal testen, wie lichtempfindlich sie ist. Ich bin nicht der Mensch, der andauernd irgendwas umstellt. Egal, ich schwatze über sowas. Es geht mal wieder in Richtung Görlitz. Wir beide genießen die Tour, fahren da etwas ruhiger. Werden wahrscheinlich auf dem Weg dennoch aufgerollt von drei weiteren ambitionierten Fahrern aus unserer Stadtradeln-Truppe. Und ja, kommt einfach mit. Achso, Uwe kennt er ja schon, Uwe Sammler auf ist ja wieder da. Mit ihm bin ich jetzt gemeinsam unterwegs. Ja. Also, Kette ist rechts. Also, der Regen setzt da ein, langsam, aber stetig. Egal. Die erste Radelstunde ist um. Wir sind jetzt hier in so einem Ortsteil Hammer, heißt der. Also rund 19 Kilometer wird sie rollt. Und es wird langsam hell. Unendliche Weiten bietet diese Straße für uns. Ja. Eigentlich sind wir da schon eine ganze Menge im Dunkeln abgefahren, weil also richtig Spaß macht es nicht. Ne? Nee, guck mal geradeaus hier, nicht so das Wahre. Aber der Wind und der Regen haben uns bisher einigermaßen verschont. Wa? Ja, Regen gab es zum Anfang ein paar Tropfen jetzt noch nicht, aber er wird kommen und er wird stärker kommen. So, die restlichen Truppenteile haben uns tatsächlich jetzt eingeholt. Man hört es von Weitem. Polizei! Stehen bleiben! So, jetzt mal, das sind die Flitzer, ja? Also die kurz unter Schallgeschwindigkeit hier durch die Gegend jagen. Sind also die Fahrräder dazu? Ja, das war alles. Und schaut euch mal an, und so schön sind Reiseräder. Und die Karawane zieht weiter, ja. Heute Abend zum ersten Bier. Genau. Sie wollen heute Abend erst ein Bier trinken. Mal sehen, wann wir. Kommt gut an, ja? Ihr auch. Also, ihr Weg ist doppelt so lang wie unser. Deswegen heben Sie jetzt Gas. Der erste Ort in Helligkeit, Merkel-Spuchholz. Du bist ja schon Spreewald, oder? Spree-Dingse. Ja. Spree-Dingse ist das hier. Unser Weg hat jetzt hier die ersten Wellen. Also insgesamt eigentlich eher unbedeutend. Wirkt sich aber so mit dem Gegenwind aus. Jetzt kommt hier drüben der richtige Anstieg, sagt Uwe. Bisher bin ich ohne Treten hierher gekommen. Naja, aber so richtig war der Anstieg jetzt nicht, oder? Ach, da kommt noch einer, gut. Also jetzt kommt der richtige Anstieg. Und der macht etwa 10 Höhenmeter, 12 Höhenmeter aus. Die Sonne lacht uns an und bringt die Wolken zum Schmelzen. Zeigt sich. Jo, wir haben bald Ostern. Und das zweite Kopfsteinpflasterpassage haben wir hinter uns gebracht. Wir haben es so gemacht, wie Uwe gerade zeigt. Jetzt wollte ich gerade sagen, auch Weiher, ein Weiher, aber nee, das sieht doch eher wie ein alter Seitenarm von der Spree aus schon. Also, nackt im Wind, ja. War mal ein Lied, aber darum geht es gerade nicht. Für uns hört jetzt gerade die Gegenwindpassage auf und ändert sich in eine Seitenwindpassage. Jo, schön. Ich sehe noch mehr Spree. Dann bald sind wir im Wald. Ja. Wasserburger. Auch wie kann Uwe darüber nicht lachen? Schade. Ostern wird hier Himmel und Menschen sein, denke ich. Ja, wir hatten echt ein Privileg damals. Naturlehrfahrt, das war ja für die Kinder. Ja. Schleppzig ist erreicht. Hier der Hafen mit diesen typischen Spreewaldkähnen. Der große Hafen. Und da kommt
die, das Brauhaus, was immer zu hat, wenn ich vorbeikomme, weil es immer zu früh ist. Ja, leider immer. Schade, schade, wir müssen mal andersrum fahren. Oh, sieht fast so aus, als ob wir unsere drei Musketiere hier gleich noch mal sehen, bevor wir dann zum Abschlussbier heute Abend in Görlitz sehen. Die Räder stehen da, gutes Zeichen. Die Kollegen sitzen da drinnen im Kaffee. Ich muss hier zwei Kameras bedienen. Ja, und die werden dann sicher vor uns starten und eher in Cottbus sein. Gut. Kann man sich kaum vorstellen. Der schleppzige Adler ist hier gelandet. Wir sind gesättigt, haben also unseren Schwerpunkt wieder etwas tiefer gelegt und es geht weiter. Also 40 Kilometer haben wir jetzt. Das heißt, wir haben jetzt um 8 Uhr schon die Hälfte unserer Strecke fast. So, ich bin, glaube ich, auch an die Wissenschaft. Also danke für das leckere Essen. Ja. Ne? Die Wissenschaft, die haben wir schon vor 30 Jahren rausgefunden, dass man das macht. Ne? So jung ist der Uwe, 30 ja. Jahre. Oh du, mein Brandenburger Land. Hier hat man wieder mal die Weite des Landes. Wunderbar. Letztes Jahr hatten wir hier im Herbst die Störche gehabt. Nee, die Kraniche hatten wir gehabt. So. Ja. Also out of Schlötzig war hier das Feld voll. Jetzt sieht es doch nicht so aus. Uwe hatte mir versprochen, dass es keinen Anstieg mehr gibt. Und jetzt geht es hier wieder riesig hoch. Ich denke, wieder 3 Höhenmeter schaffen wir jetzt. Die Hügel an hier. Ja. Also ohne Berggang. Voralpenland. So Leute, echt Bio. Also wenn ihr mal Fragen habt, hier gibt's was. Keine Ahnung, ob man jetzt das sieht. Wahrscheinlich sieht man es nicht. Hier sind jetzt wenigstens 3 Hüter am Ratten. Mann. Das ist jetzt keine Biesamratte, das ist Uwe Sammler vom Kanal Sammler TV. Ja, tütata, die Feuerwehr ist da, genau. Also, hier brennt es eigentlich nicht. Und wenn, dann ist es eher ein Weinbrand wahrscheinlich. Das wird zumindest eine Löschübung. Ich habe aber kein Bier gesehen. Hast du gesehen? Nee, haben sie noch im Tank drin. Das Bier ist noch im Tank, nicht der Tiger, sondern das Bier. Ja. In Krugau. Tigerbier. Der Tigerbier. Hör Leute, Premiere, doch nicht umsonst mitgenommen. Dankeschön. Ungeahnte Höhen hier in der Ecke. Hier ist wenigstens mal 20 Meter hoch, die Straße aber nicht. Gerade sprachen wir noch über das Wetter und sagten, Mensch, der Wind verschont uns, der Regen verschont uns. Und schon ist beides da. Unglaublich. Hey Leute, mal mit Seitenwind. Macht mehr Spaß, eindeutig, als Gegenwind. So, die Gegenwindpassage müsste jetzt zu Ende sein, für die nächste Stunde etwa. Und wir müssen ja mehr Rückenwind haben. Und wir fahren in die Richtung, der heller wird. Sehr schön. Nur mal ein kleiner anderer Weg als beim letzten Jahr. Beim letzten Jahr. Als im letzten Jahr. Deutsch ist schwer. Ja, die Qualität ist natürlich eine andere als ob eine Landesstraße oder Bundesstraße. Aber rollt sich gut. Sieht besser aus. Ja, finde ich auch. Gefällt mir besser. Da hinten kickt sich keiner an, ja. Wenn die ganze Zeit offen ist. Das merke ich eigentlich. Ja. Also bei Uwe hinten guckt sich keiner an. Nee, vorne sieht er besser aus. Das kann man da drin lassen. So, liebe Leute, Augen auf bei der Streckenwahl. Ich wollte ja neue Wege einplanen. Ist mir gelungen. Wir gucken mal, ob wir noch einen neueren Weg finden als den. Ich hätte doch gleich aufmerksam werden können, Herr Wußwerk, so ein Schild, ja. Weil ich dachte, Mann, das ist ja für einen Ortsnamen ein komisches Schild und sind die meisten Schilder sind doch grün. Und warum steht hier bloß ein Haus? Jo, die Erklärung ist direkt daneben. Wir sind auf den Spuren der Spreewaldbahn hier gerade. Und da gab es in dieser Haltestelle hier. Ja. Ganz klar. Nun gibt es ja Wußwerk noch als Ort.
Ja, Watti, Spreewald, Bahn, einfach so alles bietet hier. Ist das schön. Aber der Weg hat zwar seine Löcher, lässt sich aber gut fahren. Also, schlimmer geht immer. Hier war jetzt doch unser Weg irgendwie lang. Ich würde das was Wiese nennen, aber gut. Mit Motor zugelassen. Jetzt fahren wir frei Schnauze, mal gucken, was daraus wird. So, also wir starten jetzt unser Little Great Adventure. Liebe Grüße an den BR Sportmeets, die sich so nennt. Ja, wir fahren also jetzt Freestyle und fahren einfach auf die Namen zu, die wir kennen. Und dann kommen wir irgendwo hin und Moskau soll ja auch schön sein. Wir werden sonst zur Zeit in den Kotzbus. Unterwegs mit Uwe, dem Gefahrensucher. Keine Gefahr zu gefährlich, kein Schicksal zu bedeutend. Wir sind jetzt in unserer individuellen Umleitung da drin. Uwe hat es gerade absolut treffend formuliert. Ist keine Sprinterstrecke, aber es ist reiseradtauglich. Also in Tschechien bin ich schlechtere Bundesstraße gefahren, glaube ich. Ja, also insofern, ja, man kann hier lang huppeln, ist okay. Das ist nah an der Natur, oder? Ja, und unterdessen haben wir schon annähernd 70 Kilometer gerollt hier. Also es läuft. Camping! Naja, okay. Wahrscheinlich ist die neue Zauche ist hier kein Campingplatz, aber ja, wer spät die noch kommt und das Zelt früh noch abbaut. Und mich nicht erwähnen, dass ich ihm diesen schlechten Tipp gegeben habe. Ach du liebe Gurke, wir haben gerade festgestellt, wir sind auf dem Gurkenradweg. Also Uwe hat festgestellt. Er hat einfach den Blick für das Wesentliche. Für die Gurken. An der Bahnhofstraße ein geschlossenes Lokal. Und der Durst wird nicht weniger. 10 vor 10. Und eine schöne große Kirche verschwindet hinter der schönen Scheune. Die Freiwillige Feuerwehr verwässert hier gerade den Eindruck des Orts. Aber wir kommen schon durch. Zurück auf den Trek. Eine Kirche mit zwei Türmen, doch eher was Seltenes hier in der Ecke. Muss ich bloß mal gucken, welchem Ort wir überhaupt sind. Wenn Engel reisen, gibt's schönes Wetter. Ah, da schau her. Also es gibt sogar Pferdehöfe, die WLAN-Anschluss haben. Aber eben auch Pferdisch. Ne? Also auch Pferdisch. Übrigens, so am Rande scouten wir hier gerade die neue Orbit-Strecke. Orbit-Spreewald. Ist die Kulisse nicht eindrucksvoll? Einer Frau in Tracht. Da ist noch einer mit Tracht. Was ja. Machen Sie denn hier? Bürger. Sie dürfen das nicht. Sie dürfen mich nicht füllen. Osterhasi. Echter Hasi. Die Zeit des Händenfilms beginnt. Es regnet nun doch etwas stärker. Puh. All die Böen mit 50 km/h haben jetzt wirklich angefangen. Die bremsen uns gerade auf 12 km/h ab, aber es geht gleich entlang des Wassers. Da müsst ihr wieder Rückenwind haben. Und es blitzt und es donnert. Ich hau den Regenbogen. Ne, den Regenbogen haben wir noch nicht, aber der Regen hat auch gehört, die Sonne kommt raus. Schönes Licht. Und spektakuläre Wolken. Ja, wenn die Sonne rauskommt, Schwung holen oder losfallen? Ach, los. Jetzt machen wir denn eine Technik. 3, 2, 1. Wo mache ich dich schnell treten, ey? Der Radweg scheint sich ja wirklich neu gemacht zu haben wieder. Rollt gut. Jetzt verabschieden wir uns vom Wasser. Hui. Okay.
Künstlerwohnung zum Ausbau. Mal kurz windgeschützt hinter den Häuserfronten zu fahren. Schön. Cottbus 10 Kilometer. Ja, Cottbus 10 Kilometer. Das ist jetzt unser Mittagsziel. Und dann gucken wir, was Mutti und Vati uns zur Belohnung geben. Wa? Ein Dessert wird sie geben. Dessert ist nicht schwer. Nehmen wir. In den Vororten von Cottbus sind wir unterdessen. Ja. Hunger. Wir haben gerade festgestellt, der kleine Uwe möchte nachher von Mama und Papa von der Rutsche abgeholt werden. Genau. Wir wandeln hier wieder auf alten Spuren. Hier ging es letztes Mal auch lang. Da war die Entscheidung schon gefallen, dass für mich in Cottbus Schluss ist. Heute geht's weiter. Oh, wir müssen los. Jetzt, in dem Moment, wo ja auch die Entscheidung gefallen ist, weiterzufahren, kommen wir natürlich hier runter an die Spreeauen. Die gibt es ja einen Teil, die hinter Cottbus liegen. Und einen Teil davor. Und ein bisschen was. Mittendrin. Da sind wir gleich. Herrje, da ist schon wieder die Spree. Rechts neben uns fährt jetzt die Parkeisenbahn des Spreeauenparks. Ich war nicht der Meinung, der heißt Branitzer Park, aber okay, Spreeauenpark. Und wir haben jetzt ja Sonne. Die Regenwolke ist an uns vorbeigezogen, hat uns nicht beregnet. Glück gehabt. Tschüss Cottbus. Hier. Autobahn haben wir durchstrungen und hier riecht sowas von nach Pisse. Oh Mann, hier muss ein Klärwerk sein irgendwo. Jo, hey, gerade kommen die ersten Zweifel auf, ob unsere Entscheidung weiterzufahren die richtige Entscheidung war. Man will jetzt sehen, wa? Ja, oh, weiter geht's. Ne? Der angekündigte Regen kommt jetzt. Den schlimmsten Regen haben wir gerade untergestanden und ich habe gerade falsch gelotst. Wir müssen wieder umdrehen. Ja. Neuhausen ist jetzt unser nächster Bahnhof, den wir benutzen können. Wir haben gerade einstimmig beschlossen, hier gibt es kein Bier, Zug-Einstiegsbier, also fahren wir weiter. Was macht das Sitzfleisch? Man merkt's. Ich hab schon keins mehr. Drieschnitz ist unser nächster und hier gibt's die Donner Pferdefarm. Hallo. Trafohäuschen, mein Gott, das gibt sie tatsächlich noch. Döbern, 12 Kilometer, unsere Richtung etwa. Oh, eine scheiß Huppe hier. Ja. Jetzt haben wir mal einen Abschnitt, der ist doch relativ uneben. Verstehe ich nicht, wie Uwe schafft, hier so rüber zu ballern. Ich kann mich nicht mehr hinterher. Ein wunderschöner Regenbogen. Boosdorf liegt vor uns, Horno liegt hinter uns und ein Haufen Hühner steht neben uns. Was will man mehr? Ui. Zuerst dachte ich mich verlassen, scheinbar die Kräfte, aber nee, es wird jetzt kontinuierlich leicht berghoch. 2% Steigung etwa. Ja. Oh. Unerwartetes Kopfsteinpflaster. Ein Glück. Ein geteerter Fußweg. Schade. Ist jetzt hier in der Landschaft gar nicht so zu sehen. Aber jetzt haben wir ja doch, ich denke mal, so 50 Höhenmeter gemacht. Schade. Und oben sind wir noch nicht ganz.
YouTuber bei der Arbeit. Döbern 7 Kilometer unsere Richtung. So, jetzt rechne ich gerade mal zusammen. 0,2, 0,2, 0,5. Also es ging jetzt knapp 3 Kilometer bergauf zu diesem Aussichtsturm. An dem stehen wir jetzt mit Blick auf den, ach, wenn ich jetzt meine Brille aufdrehe, Felixsee heißt der. Ja. Das können wir jetzt gucken. Krummlau, da unten wollen wir hin. Da ist dann die Rakotzbrücke in der Nähe. Ja, das ist der tolle Turm. Guck, dass meine Kamera diesmal mitschwenkt. Kann man hochgehen. Also ich bin aber jetzt ganz schön fertig vom Berg. Ich bleib unten. Nee. Ja, den weiteren Weg habt ihr jetzt ja gesehen. Krummlau, da ist die Rakotzbrücke. Das ist das Objekt meiner Begierde, warum wir jetzt doch weitergefahren sind als bis nach Cottbus. Und dann geht es nach Bielewarder, nach Weißwasser. Das liegt hier versteckt. Mal gucken, was ich euch zeige. Versteckt da hinter der Agenda. Und da ist dann der Bahnhof, der uns dann nach Görlitz bringt. Die anderen müssten jetzt schon da sein oder kurz davor. Interessantes Detail am Rande. Hier hat man extra solche Leinenhalter angebracht. Also wenn man dann mit seiner Frau hier ist, dann bindet man die Leine von ihr hier fest und dann kann man alleine weitergehen und in Ruhe seine Natur, die Natur genießen. Die blaue Adria, ja, ist es leider nicht, aber es ist in der Felixsee. Und so blau, 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 bitte entziehen. Wenn wir im Alpen glühen, wir uns wiedersehen mit ihren Roh, Roh, Roh. Herr Friedrichshain, ja, diesmal aber nicht in Berlin. Da sind wir jetzt, Gemeinde Felixsee. Jetzt kommen wir zum Schluss aber nochmal anständig Höhenmeter zusammen. Wir rollen bergab etwas, ist das geil. Tschernitz, 3 Kilometer. Also Tschernitz ist doch noch im Kreis Senftenberg, doch noch nicht Sachsen. Gerade waren wir noch da hinten in dem Ort, jetzt sind wir Düben. Ein kleiner Düm. Krummlau stand endlich dran. 3,6 Kilometer noch. Boah. Ja. Ja, jetzt merkt man's. Landespitze, machen wir Pause, wa? Okay. Machen wir. Die Parkgemeinde Krummlau, die begrüßt uns nun hier in Sachsen. Wir haben jetzt noch, ja, 3 Kilometer bis zu der Rakotzbrücke. Ich habe noch mal gerade gesehen, ich habe da irgendwelche Wegepunkte gesetzt, von denen ich keine Ahnung mehr habe, warum. Die lassen wir einfach schon mal aus. Und wenn nicht Pech habt, muss ich noch mal herfahren. Wie sagt der Sachsenkönig, macht euren Dreck alleine. Und wer Uwe das sagt, und der Sachsenkönig auch, also in 2 Leute, dann muss es stimmen. Krummlau erreicht. Das müsste jetzt schon der Rakotzsee sein. Und es ist nicht mehr so weit. Ich sehe sie schon, aber naja. Erreicht. Wenn der See ganz ruhig ist, dann ist das hier die Position, in der See mit Spiegelbild einen perfekten Kreis ergeben. Ist jetzt natürlich mit unruhiger See nicht zu sehen. Gucken wir mal, was man noch alles so sehen kann. Den Park haben wir jetzt verlassen,
anzumerken ist, dass da Fahrradfahren verboten ist. Oh! Und ja, beim nächsten Mal müssen wir besser aufpassen. Wir sind eigentlich etwas schneller als Wehrmeister mitten im Regen. Aber hier, auch hier ist der stärkere Regen ab 16 Uhr angekündigt. Wir müssen uns also beeilen. 1 Kilometer bis Weißwasser zu unserem Bahnhof. Können vielleicht 2 noch sein, aber 1 Kilometer haben wir noch. Und es reicht uns beiden. Ja, kann man sagen. Willkommen in Weißwasser. Bahnhof ist erreicht. Mit etwas Glück kriegen wir sogar gleich den Zug, der von 35 fahren. Uhrzeit sehe ich jetzt gerade nicht. 16.30 Uhr, 16.35 Uhr kommt der Zug. Und ob das jetzt Ende ist oder der morgige Tag noch dazu kommt, ich weiß es nicht. Gut, Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen hoch. Ansonsten bis zum nächsten Film. Tschüss. Ende.